Genau. Also ich weiß, dass die Theologinnen und Theologen sagen, entweder man hat was zu sagen oder man benutzt PowerPoint. In der Soziologie ist es allerdings so, dass wir versuchen, was zu sagen und trotzdem PowerPoint zu benutzen. Tatsächlich bin ich eher selber der visuelle Typ. Es hilft mir, wenn ich irgendwie so zentrale Begriffe oder zentrale Ideen nochmal lesen kann. Und deshalb, Sie müssen da gar nicht hingucken. Ich glaube, alles Wichtige will ich auch sagen. Aber wenn Sie eher gerne Sachen nochmal lesen, können Sie das gerne einfach nachsehen. Das Buch, auf das Sie gerade Bezug genommen haben, das Resonanzbuch, das hat den Untertitel Eine Soziologie der Weltbeziehung. Weil es mir da um eine Grundfrage, vielleicht kann man sagen Grundfragen menschlichen Daseins geht. Und deshalb ist es vielleicht kein Zufall, dass ich tatsächlich immer wieder mit Theologen und Theologinnen in Berührung komme. Das hatte ich überhaupt nicht beabsichtigt. Ich hatte keine Ahnung, dass Resonanz eigentlich ein Begriff ist, der in der Theologie in unterschiedlichen Formen, nicht nur an Pfingsten, schon lange verwendet, diskutiert, erwogen wird. Und auch das Unverfügbarkeitsbegriff, den habe ich in dem Resonanzbuch ja sozusagen schon eingeführt und habe dann aber, als ich das kleine Unverfügbarkeitsbuch geschrieben habe, mit einer Mischung aus Entsetzen und Freude gesehen, dass auch Unverfügbarkeit eigentlich ein theologischer Begriff ist, von Bultmann in die Theologie eingeführt. Und das ist sehr interessant, dass man da also aus unterschiedlichen Bereichen auf ähnliche Fragestellungen und Ideen kommt. Gut, also ich möchte Ihnen erstmal darlegen, was ich eigentlich wollte oder immer noch will mit dieser Soziologie der Weltbeziehung, was es damit auf sich hat. Die ist auch eine Philosophie der Weltbeziehung. Und dann möchte ich Ihnen darlegen, wie aus meiner Sicht die moderne Weltbeziehung beschaffen ist, ja, unsere alle Weltbeziehung, auch die, sozusagen die institutionalisierte Art. Wie nehmen wir im 21. Jahrhundert, aber eigentlich würde ich sagen seit dem 18. Jahrhundert fast durchgängig, zur Weltstellung? Wie verhalten wir uns zum Leben und zur Welt? Ich glaube, dazu kann man etwas sagen. Insbesondere auch als Soziologe. Und meine These ist, dass dieser Grundmodus als Aggressionsmodus beschrieben werden kann. Wir wollen Welt beherrschen, dominieren, kontrollieren, das Leben in den Griff kriegen, möglichst viel herausholen und so weiter. Wir sind auch dazu gezwungen aus institutionellen Gründen. Und ich behaupte aber, dass dieser Modus eigentlich scheitert. Ich glaube, das sieht man nicht nur an der ökologischen Krise, man sieht es auch in dem, was sich momentan als Wutbürgertum äußert oder in dem, was man als Burnout-Angst oder Krise beschreiben kann. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Art, mit Welt und Leben umzugehen. Und deshalb werde ich Ihnen dann eine alternative Weise des In-der-Welt-Seins präsentieren. Und das wird Sie nicht überraschen, dass ich das den Resonanzmodus der Weltbeziehung nenne. Und dann will ich zeigen, warum Religion da vielleicht wirklich immer noch oder gerade jetzt eine wichtige Rolle spielen kann. Das glaube ich nämlich in der Tat, weil nämlich Religion, und deshalb ist es kein Zufall, dass diese Begriffe dort vorkommen, der Idee nach und eigentlich auch den Praktiken nach eine alternative Weise des In-der-Welt-Seins spürbar macht, lebbar macht, wenigstens noch als Ressource hat, und es gibt nicht so viele andere Ressourcen dafür. Und damit werde ich dann auch aufhören und mich freuen, wenn Sie mir sagen, was alles falsch ist oder was Ihnen nicht plausibel erscheint, weil Resonanz, will ich gleich jetzt sagen, es ist ein Missverständnis zu denken, mit Resonanz meine ich Einklang und Harmonie und Wohlfühlen. Das meine ich eben nicht. Ja, Resonanz ist das Hören eines anderen und damit in eine Beziehung treten, ne? Und dieses andere Hören und dann auch die eigene Stimme damit in Beziehung treten. Das geht nur, wenn da auch Widerspruch ist, wenn da Reibung ist, ne? Ein gutes Gespräch ist eines, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe zum Beispiel einen guten Schulfreund immer noch. Wir treffen uns seit 40 Jahren oder seit noch länger immer wieder. Und eigentlich streiten wir uns immer, ne? Über Bayern, über Politik, sogar übers Wetter. Und das macht die Sache interessant, ja? Dass der andere nicht sagt, ja, ich stimme dir zu, sondern nee, das hieß es ganz falsch. Deshalb ist Resonanz entsteht in der Auseinandersetzung, in dem Hören auf ein anderes. Gut, also was soll eine Weltbeziehung sein? Mein Ausgangspunkt nehme ich da eigentlich aus der Phänomenologie, insbesondere aus der französischen Phänomenologie, aber da gibt es auch in Deutschen, bei Waldenfels, bei Schmitz, natürlich schon, fängt es schon mit Husserl und mit Heidegger an, viele Anschlussmöglichkeiten. Aber ich finde sehr interessant eine Überlegung von Maurice Merleau-Ponty, der sagt, das erste Bewusstseinsmoment, vermutlich eines Neugeborenen, wenn es geboren wird, aber das wissen wir nicht so genau, weil man Neugeborene schlecht befragen kann, aber wir haben alle diese Erfahrungen, manchmal, wenn wir aus dem Tiefschlaf geweckt werden oder wenn wir aus einer Narkose oder einer Ohnmacht aufwachen, ne, wenn man aus einer tiefen, sage ich mal, Bewusstlosigkeit, aber manchmal reicht schon der Schlaf, aufwacht, da ist das Erste, wenn das Bewusstsein zurückkehrt, ist der erste Funke, etwas ist da,
Etwas ist gegenwärtig, sagt Merleau-Ponty. Da, ich würde sagen, eigentlich ist wahrscheinlich das Erste, was Sie denken, wenn Sie bewusstlos waren oder tief geschlafen haben, da ist was. Ne, vielleicht, also Sie denken es nicht, sondern Sie nehmen es wahr. Da ist was. Und dieses da ist was kommt noch vor dem Wissen, wer Sie sind und wer die Welt da draußen ist, also wo Sie sind und in was Sie da gerade eingebettet sind. Ne. Diese Trennung, da bin ich und da ist das andere, ist eigentlich schon ein zweiter Schritt. Ja, etwas ist da, ist die Urform der Weltbeziehung eigentlich. Ja, da ist was. Und indem wir das erfahren, treten wir zu dem in Beziehung. Da ist was. Ja, ich weiß nicht, wenn man aufwacht aus einer Bewusstlosigkeit, hat man erstmal vielleicht so ein Licht oder so. Oder einfach, man hat wieder eine Art von Sinneseindruck, kann aber noch nicht sagen, was da ist und wie es da ist. Also etwas ist da, etwas ist gegenwärtig, ist die Grundform unseres in der Weltseins, die Urform der Wahrnehmung und des Bewusstseins. Merleau-Ponty nennt es ein zur Weltsein. Wir sind nicht einfach nur in der Welt, wir sind irgendwie auch Teil der Welt, aber wir sind immer auf eine Welt hin bezogen, zu einer Welt hin gerichtet oder wir sind zur Welt. Und meine Grundfrage ist jetzt, also wenn man es genau nimmt, würde ich sagen, das ist interessant, die Philosophie, die Psychologie und auch die Theologie, die stellt sich diese Frage natürlich auch. Ja, wie sind wir auf Welt bezogen? Wie sind wir in Welt gestellt? Aber sie machen das immer so, ja, was heißt immer so, aber die Grundidee ist eine anthropologische. Was ist der Mensch? Was heißt menschliches Leben? Und als Soziologe interessiert mich irgendwie, wie sich dieses zur Weltsein unterscheidet. In Abhängigkeit zum Beispiel, in Abhängigkeit von vielen Dingen. Also zum Beispiel könnte man sagen, sind wir heute anders in die Welt gestellt, auf Welt bezogen, als in anderen Jahrhunderten? Oder ist man in einem christlichen Kulturkreis anders auf Welt bezogen, als in einem hinduistischen zum Beispiel? Oder sind wir als Frauen anders auf Welt bezogen, denn als Männer? Das kann durchaus natürlich ein Sozialisationseffekt sein. Oder als Reiche anders als Arme oder in der Stadt anders als auf dem Land? Also meine Grundfrage ist, die Grundfrage ist eigentlich, wie ist dieses, was da ist, beschaffen? Wenn Sie aufwachen mitten in der Nacht, weil Sie etwas geweckt hat, dann stellen Sie fest, etwas ist da, etwas ist gegenwärtig. Und die Analyse, die soziologische, fragt jetzt, was nehmen Sie da wahr? Ist das, was da ist, gefährlich? Ist es bedrohlich? Man kann da übrigens auch, das kann man geradezu soziologisch praktisch testen, ja, wenn da jetzt irgendwie ein ziemlicher Krach wäre, ja, vielleicht käme ein bisschen Licht raus oder Bewegung, ne, dann hätten wir auch so das Gefühl, etwas ist da, etwas ist gegenwärtig und wir wissen nicht was. Und dann würden Sie sofort sehen, dass Menschen unterschiedlich reagieren. Ja. Manche versuchen ängstlich sozusagen, sich vielleicht zu ducken oder so, und andere würden gleich darauf los, da ist was. Ja, das sind zwei ganz verschiedene Weisen. Oh, da ist was. Ich bin gespannt, was das ist. Lass mich darauf zugehen. Da sehen Sie so eine Differenz in der Grundbeziehung des In-der-Welt-Seins. Ja, ist das, was da ist, in seiner Grundform bedrohlich oder sogar gefährlich? Oder vielleicht auch eklig? Ne? Weil nämlich, ich nenne das eine repulsive Weltbeziehung, ja, wenn die Welt gefährlich ist. Es gibt Menschen, ehrlich gesagt, meine Mutter war so ein bisschen so, ich will sie wirklich überhaupt nicht kritisieren, sie war die beste Mutter der Welt, aber was immer ich ihr erzählt habe, zum Beispiel, ich habe eine Einladung nach China, ist es da nicht gefährlich oder so? Oder ich habe einen Job angeboten gekriegt oder so, aber ist es nicht gefährlich? Das war irgendwie so, ich würde fast sagen, es war ihre Grundbeziehung zur Welt. Oder ich habe ein neues Auto oder egal was. Ja, die Grundding war, das könnte gefährlich sein, das könnte aus irgendeiner Form. Und das nenne ich eine repulsive Weltbeziehung. Das, was da ist, erscheint mir tendenziell suspekt. Wobei man sehen muss, dass dieses tendenziell negative, ich nenne es repulsiv abstoßende, von beiden Seiten ausgehen kann. Wenn meine Wahrnehmung ist, das ist bedrohlich, dann habe ich das Gefühl, es bedroht mich. Wenn ich irgendwie eher das Gefühl habe, das will ich nicht, das ist eklig, damit will ich nichts zu tun haben, dann geht die Repulsion eher von mir aus. Wenn Sie in eine fremde Stadt kommen, zum Beispiel nach Köln, oder, und Sie laufen dann durch die Straßen, da stellen Sie fest, dass es eine von drei Möglichkeiten ist. Da sieht man viele Dinge. Ne? Und manches findet man attraktiv und schön und verlockend. Ne? Also ich laufe zum Beispiel vielleicht laufe ich an einer Kirche vorbei und würde gerne reingehen. Oh, die sieht schön aus. Ne? Oder ich laufe an einem, und das ist jetzt für Menschen unterschiedlich. Ja? Der andere läuft am Shoppingcenter vorbei und fühlt sich hereingezogen. Der andere sagt, ah, Shoppingcenter, pui deibel. Ja? Da stellen Sie fest, es gibt diese Grundformen des In-der-Welt-Seins, das ist verlockend oder verheißungsvoll oder auch tragend oder bergend oder eben gefährlich oder eklig oder irgendwie sonst abzulehnen oder aber indifferent oder schweigend. Ja, wenn Sie durch eine Stadt laufen,
dann ist vieles von dem, was da gibt, nehmen sie gar nicht zur Kenntnis oder sagt ihnen nichts, sagt mir nichts. Das sagt mir irgendwie nichts. Wenn etwas nichts sagt, dann ist es weder verlockend, also attraktiv, noch irgendwie abstoßend, also repulsiv, sondern es ist indifferent. Und übrigens hat Theodor Wolfgang Adorno, er hat mal gesagt, das fand ich sehr schön, ob sie glücklich sind, können sie dem Wind abhören oder anhören. Wenn sie in der Nacht aufwachen und sie stellen fest, der Wind geht ums Haus, ja, was ist ihr erstes Gefühl, ihr erster Gedanke? Ist es die Angst, dass der Wind alles abdecken könnte, das Dach abdeckt oder das Fenster eindrückt? Das ist sozusagen die Wahrnehmung, die Welt ist bedrohlich. Oder ist die erste Ding, oh schön, der Wind umgibt mich, ja, umstreicht mich oder trägt mich sozusagen. Er sagt, an diesem Eindruck, was macht der Wind mit mir? Was macht das, was mich umgibt, umkreist? Mit mir kann man sowas wie die Weltbeziehung messen. Und wie gesagt, die soziologische Frage ist jetzt, gibt es in dieser Grundbeziehung zu dem, was da ist, Unterschiede zwischen Arm und Reich? Man würde halt vermuten als Soziologe, wenn Sie arm sind und immer die Erfahrung machen, erstens, Sie können sich vieles Schöne nicht leisten, aber Sie werden tendenziell zurückgestoßen, Sie schaffen es nicht oder so, dann haben Sie vielleicht eher das Gefühl, die Welt ist in ihrer Grundform gefährlich oder bedrohlich. Wenn Sie sich alles leisten und kaufen können, haben Sie vielleicht die Wahrnehmung, die Welt steht mir offen. Die Welt ist das, was mir offen steht und mich verlockt. Wenn Sie in der Stadt sind, haben Sie eine andere Form der Weltbeziehung. Vielleicht sind Sie da gezwungen, das haben zum Beispiel Georg Simmel und Walter Benjamin geschrieben, da bauen Sie ganz hohe Reizschutzfilter. Ganz vieles von dem gegenüber müssen Sie indifferent sein. Interessiert mich gar nicht, nehme ich gar nicht wahr. Ich muss zum Bahnhof oder so. Also zwischen Stadt und Land, zwischen Arm und Reich, vielleicht zwischen den Geschlechtern, den Religionen, mag es Unterschiede geben in der Art, wie wir auf Welt bezogen sind. Und das meine ich mit einer Soziologie der Weltbeziehung. Also meine Grundidee ist, dass die Frage, ob wir ein gutes und gelingendes Leben haben oder nicht, ganz wesentlich von der Qualität dieser Beziehung abhängt. Wie sind wir zur Welt hin? Wie sind wir auf Welt bezogen und in die Welt gestellt? Das kann man jetzt philosophisch noch ein bisschen ausbauen. Da würde ich nämlich zuerst mal sagen, diese Weltbeziehung hat natürlich auch ganz stark eine leibliche Dimension. Wir sind erstmal leiblich und emotional, affektiv auf Welt bezogen. Aber wie wir auf diese Welt bezogen sind, also zum Beispiel ehrlich gesagt, wenn Sie in einen Raum kommen, vielleicht auch wie diesen, vielleicht auch wenn Sie zum ersten Mal da sind, auch da werden Sie schon sehen, gerade wenn man zum ersten Mal da ist, ist man tendenziell, hat man vielleicht erstmal eine tendenzielle Entfremdungserfahrung. Ich weiß nicht, ob die Leute mich da mögen. Ja, ist tendenziell ein bisschen vielleicht gefährlich. Vielleicht gefällt es ihnen auch nicht, wie es hier ist. Und dieser Soziologe redet nur Unsinn oder so. Da geht man tendenziell auf Distanz. Und das sieht man dann auch am Körper. Da steht man halt eher so da oder an der Ecke oder so. Aber diese körperliche Weltbeziehung ist immer schon eine Interpretation. Also auch die körperliche Weltbeziehung ist eine Interpretation ihrer Situation und der Lage und dessen, was da ist. Deshalb meine ich, die Art, jeder dieser Punkte kann man stundenlang reden, das ist das Problem, aber ich mache nicht länger als 55 Minuten, sagen wir mal. Man kann es übrigens auch da gibt es interessante Überlegungen, man darf es nicht überziehen, aber vielleicht kann man schon an einem schlafenden Menschen sehen, wie er oder sie auf Welt bezogen ist. Da gab es mal einen Boom in der Psychologie, ist inzwischen vielleicht aus guten Gründen wieder weg, aber da war die Idee, wenn jemand in Embryonalhaltung schläft, ja, ist das eine andere Form der Weltbeziehung als die sogenannte Königstellung, wo Menschen so schlafen oder so. Also was ich meine ist, es stimmt schon, dass wir erstmal körperlich auf Welt bezogen sind, aber auch dieser körperlichen Weltbeziehung, vielleicht sogar im Schlafen, im Stehen, im Gehen, liegt schon eine Deutung dessen zugrunde, wer sie sind, wer die Welt ist und wie sie aufeinander bezogen sind. Deshalb behaupte ich mit Charles Taylor und anderen, die Weltbeziehung hat immer eine interpretative Seite. Ja? Wir deuten unser in der Welt sein. Und jetzt, als ich angefangen habe, das zu entwickeln, habe ich das immer so dargestellt mit dem Kreuz und dem Kreis. Und das Kreuz sollte das Subjekt sein und der Kreis die Welt. Also die Frage ist, wie bin ich in die Welt gestellt, auf die Welt bezogen? Und mit den Philosophen kriegt man da auf der Stelle Ärger, weil die sagen, das wiederholt sofort den kartesianischen Dualismus. Ja? Also irgendwie erstmal Welt und selbst anzunehmen und dann nur zu fragen, wie die aufeinander bezogen sind. Und deshalb ist es mir ganz wichtig zu sagen, dass diese Vorstellung sozusagen auch schon eine Deutung ist. Also genau genommen nenne ich das, kommt glaube ich im nächsten Punkt. Kommt das nicht? Hallo?
Ich habe den Punkt hier vergessen. Ich nenne das eine relationale Ontologie. Das heißt, das habe ich vorhin versucht schon zu sagen, Selbst und Welt treten erst im zweiten Schritt auseinander. Ja, die Beziehung geht dem voraus. Und wie ich mich dann als Selbst wahrnehme und was mir als Welt gegenübertritt, ist schon das Ergebnis eigentlich von Resonanzbeziehungen oder von Wechselbeziehungen. Und das kann man gut darstellen. Charles Taylor, der kanadische Philosoph und Katholik, hat ein sehr schönes Buch geschrieben, Ein säkulares Zeitalter, in dem er sagt, um 1500 waren Selbst und Welt anders aufeinander bezogen. Er nennt es ein poröses Selbst. Die Idee war da sozusagen, dass man mit Blicken zum Beispiel anderen was antun kann oder so, oder dass da Geister zwischen uns hin und her gehen oder Dämonen oder andere Dinge. Ja, das ist eine poröse, oder übrigens auch, wenn sie was Böses tun, ja, wenn sie sündige Gedanken haben, dann kommt vielleicht ein Blitz oder ein Donner oder so etwas, ja, so dass Selbst und Welt auf wechselseitige Durchdringung hin angelegt waren. Und das moderne Selbst bei uns im 21. Jahrhundert gehen wir von einer ziemlich starken Schließung ab. Er nennt es das Buffered Self, das heißt das abgepufferte oder das abgeschlossene Selbst. Wir nehmen uns als relativ abgeschlossen wahr, insofern, dass sie denken, das, was in ihnen passiert, hat nicht so viel mit dem, was da draußen passiert, zu tun. Dass wir übrigens trotzdem eine große Sehnsucht danach haben, und da kommt man schon auf so eine vertikale Resonanzachse, dass wir eine große Sehnsucht danach haben, dass das, was da in uns drin ist und das, was da draußen ist, in einer Art von innerer Resonanzbeziehung stehen mag. Sehen Sie an der Hartnäckigkeit, mit der Horoskope in allen möglichen Fernsehzeitungen, Tageszeitungen und sonst so überall abgedruckt werden. Sie können naturwissenschaftlich, ich sage das als Hobbyastronom, macht es aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Also ich meine, es macht einfach überhaupt keinen Sinn. Ich meine, es macht aus allen möglichen Gründen überhaupt keinen Sinn, aber ich verstehe, wieso Menschen trotzdem daran festhalten, weil es diese Vorstellung ist, dass das, was uns da umkreist und umgibt, irgendwie mit unserem Inneren, mit unserem Leben, mit unserem Schicksal in einer Verbindung steht. Gut, also was ich sagen will, ist, dass ich das nicht einfach kartesianischen Dualismus vorausstelle. Da ist Selbst, da ist Welt. Die Frage ist, wie sind die aufeinander bezogen? Das Selbst entsteht erst aus der Weltbeziehung. In der Sozialpsychologie haben sie das zum Beispiel bei George Herbert Mead schön rekonstruiert, der sagt, man kommt eigentlich, das Subjekt gewinnt ein Selbstbild, ein Selbstgefühl, einen Sinn für das Selbst oder für das Ich. Erst durch die Augen der Mutter oder des Vaters oder wer immer sich um den Säugling Kind kümmert, indem er sozusagen, das ist ja wirklich interessant, wenn Sie kleine Kinder angucken, ja, die gucken auf die Augen der Mutter oder des Vaters, um dann sich selber darin zu erkennen. Ja, wenn sie hinfallen, dann gucken sie auf die Mama, ob es weh tut oder wie schlimm es ist, ja, sozusagen. Also das Subjekt entsteht in der Welt, in der Beziehung zu dem, was da draußen ist. Und die Welt, das, was uns dann als Welt erscheint, also hier ein Beamer, ein Wasser und so weiter. Das ist auch das Ergebnis, das ist ja ein Lernprozess, dass die Welt dann eine bestimmte Form annimmt. Gut, also wie sind wir in die Welt gestellt? Erstmal leiblich, dann emotional und affektiv, bedrohlich, verlockend, verheißungsvoll und so weiter. Dann kognitiv, wir entwerfen so etwas wie ein Weltbild. Aber Sie sehen daran, eigentlich sollte ich nicht zu viel Zeit mit dem ersten Teil verbringen, sonst komme ich nicht mehr zum letzten. Aber Sie sehen daran, dass es mir nicht um Weltbilder geht. Die spielen da auch eine Rolle, aber ein Weltbild, also eine Weltdeutung, kommt viel, viel später. Ja, diese Grundhaltung der Weltbeziehung geht dem voraus. Und ich würde mit William James und anderen sagen, zu welchem Weltbild wir neigen. Ja, übrigens, ich glaube, William James macht es gerade auch an der Religionsfrage fest. Ja, ob sie ein religiöses Deutungsangebot plausibel finden oder nicht, hängt wahrscheinlich von der Grundform ihrer Weltbeziehung ab. Ne? Und nicht umgekehrt. Also ob wir ein Deutungsangebot für plausibel halten und annehmen oder ablehnen und sagen, ach Religion, damit habe ich gar nichts zu tun. Also es ist vermutlich nicht so, dass das Weltbild ihre Weltbeziehung bestimmt, sondern umgekehrt. Die Art und Weise, wie sie auf Welt bezogen sind, lässt sie bestimmte Weltbilder plausibel finden oder nicht. Na gut, und es hat immer diese zwei Seiten. Es ist ein aktives in die Welt hineingehen, deshalb habe ich hier diesen Doppelpfeil gemacht. Also die Grundfrage der Weltbeziehung, die mich interessiert, ist auch die, wie gehen wir auf Welt zu und wie kommt uns Welt entgegen? Übrigens ist diese Frage viel interessanter, als man auf den ersten Blick denkt, weil wenn man mit Menschen biografische Interviews zum Beispiel führt. Das machen wir in der Soziologie häufig. Wir sagen, erzählen Sie uns doch mal Ihr Leben. Aber kann man auch in einem Erzählcafé zum Beispiel beobachten. Manche Leute erzählen das Leben dann so, dass sie sagen, ja, und also ich will in die Welt hineingehen. Ja, ich will noch viel sehen von der Welt. Ich will was machen aus meinem Leben. Da ist die Idee, ich gehe in die Welt.
Die Bewegung geht eigentlich vom Subjekt in die Welt. Und andere sagen, ja, da muss man mal sehen, was mir das Leben bringt und was noch auf mich zukommt. Da stehen Sie, das ist eine andere Konzeptualisierung. Der eine denkt sich sozusagen, also ich bin irgendwie hier und jetzt muss ich schauen, was da auf mich zukommt. Und der andere denkt, okay, die Welt ist da und ich bewege mich in sie hinein. Das sind so Differenzen in der Weltbeziehung, die mich da interessieren. Aber grundsätzlich gibt es da immer eine aktive Seite. Wie gehe ich auf Welt zu, auf die Herausforderungen, auf andere Menschen, auf Ideen, auf Musik? Wie erfahre ich Welt? Ist sie brutal, ist sie gefährlich, ist sie verlockend, ist sie verheißungsvoll, ist sie tragend? Also eigentlich, wissen Sie, eigentlich habe ich angefangen, als ich das Resonanzbuch zu schreiben anfing, habe ich es noch gar nicht Resonanz genannt, da hatte ich noch nicht mal den Begriff, sondern da hieß es geworfen oder getragen. Meine Grundfrage sollte sein, was sind die sozialen Bedingungen dafür, dass ich mich ins Leben hineingeworfen fühle? Und was sind die sozialen Bedingungen dafür, dass ich mich getragen oder gehalten fühle? Von was hängt denn das eigentlich ab? Und wenn Sie so denken, und dann stellen Sie fest, auch da würde ich sagen, wenn Sie soziologisch, wir hatten ein langes Forschungsprojekt in Jena, da ging es an, wo wir biografische Interviews gemacht haben mit mehr als 120 Personen über viele Jahre hinweg. Und da würde ich sagen, es gibt schon so Grundtypen. Ja, manche fühlen sich einfach immer irgendwie getragen. Ja, selbst wenn sie, dann werden sie halt arbeitslos und sagen, naja, wird schon eine Lösung geben. Ich bin da zuversichtlich oder optimistisch. Und andere fühlen sich tendenziell eher geworfen. Ja, oh Gott, ich habe keine Ahnung, was als nächstes kommt und so. Und die Grundfrage ist, von was für Bedingungen, von was hängt das ab? Gut, das Weltkonzept, da kriegt man mit Theologen immer ein bisschen Ärger, aber ich lasse das jetzt mal weg, sonst komme ich zu gar nichts mehr. Was ich behaupte ist, dass man jetzt wirklich zeigen kann, dass je länger die Moderne, das was wir, unsere Art und Weise des Lebens voranschreitet, das Zeitalter der Moderne, umso mehr nimmt die Weltbeziehung eine spezifische Form an, die ich eigentlich inzwischen in meinem neuesten, zum Beispiel in dem Unverfügbarkeitsbuch, als Aggressionsmodus beschreibe. Und ich meine Aggression in einem etwas weit gefassten Sinn. Die Welt, also das, was da ist, was gegenwärtig ist, erscheint als etwas, was ich irgendwie, ich habe es vorhin schon gesagt, in Griff kriegen, erobern, unter Kontrolle bringen oder kaufen, irgendwie aneignen muss. Ja. Sodass tätig sein in der Welt eigentlich bedeutet, Herrschaft ausüben, ja, Dominanz erlangen. Das ist eine Idee, die Sie zum Beispiel bei Scheler schon finden und dann bei Marcuse greift es aus. Auf die Wirklichkeit wird eigentlich zum Widerstand. Und eigentlich finde ich, Sie können das an Ihrer, das behaupte ich immer, das finde ich auch plausibel, an Ihrer To-Do-Liste ablesen. Also genau diese To-Do-Listen prägen eigentlich unser Daseinsgefühl. Wenn man morgens aus dem Bett springt, weiß man, oh, ich muss. Übrigens sowieso interessant, das hat mich schon immer gewundert, schon in meinem ersten Buch, das war noch Vorbeschleunigung, in dem Taylor-Buch, da hatte ich diese Grundfrage, wo kommt es eigentlich her, dass wir sagen können, wir sind doch total frei, ja, keiner zwingt uns zu irgendwas, wir können politisch orientiert sein, wie wir wollen, wir können arbeiten, naja, arbeiten können wir nicht unbedingt, wie wir wollen, sondern auch, wo es einen Job gibt, aber sie können sich kleiden, wie sie wollen, sie können glauben, was sie wollen, hören, was sie wollen, lieben, wie sie wollen, wir sind ganz frei, das finden die meisten Menschen irgendwie auch plausibel, das gab nicht viel freiere Zeitalter. Aber wenn wir miteinander reden, sagen wir immer, ich muss jetzt dringend nach Köln, ich habe da einen Vortrag, ich muss unbedingt noch einkaufen. Ja, eigentlich müssen wir den ganzen Tag. Ja, wo kommt denn das her? Ich meine, das passt gar nicht zusammen. Ich glaube, eigentlich so ist Soziologie entstanden. Ja, wie kann man maximal frei und maximal reguliert zugleich sein? Und eine große Rolle spielen da die To-Do-Listen. Also dieses, wenn Sie morgens aufwachen, haben Sie ganz viele Dinge. Oh, ich muss Butter kaufen vielleicht. Das ist dann nicht so schlimm. Ja, meistens ist Arbeit verbunden, aber auch so. Ich muss Tante X einrufen. Ich muss mich unbedingt um Y kümmern oder um meine Rente oder die Steuererklärung oder tausend Sachen. Und das wird immer zum Widerstand, ja, den wir irgendwie abhaken müssen. Ich muss das erledigen. Ich muss jenes in den Griff bringen und so weiter. Ich behaupte eigentlich, dass diese Aggressionspunkte Ihnen schon im Badezimmer begegnen. Ja, also Sie stehen morgens auf, der erste Gang ist ins Badezimmer, oh, ich muss die Zähne putzen, oh, die Waage ist schon wieder viel zu hoch, ich muss dringend was tun für meinen Griff oder es schwabbelt, ich muss mehr Schritte machen oder dieser Fleck da müsste eigentlich raus und das müsste ich mal dem Doktor zeigen und diese Falte könnte ich auch mal bearbeiten. Ja, die Welt erscheint als Aggressionspunkte, tausend Dinge, die man tun und außerdem müssen Sie noch putzen, ja, unter dem Waschbecken sammelt sich schon wieder der Staub und so weiter. Die Welt erscheint als Fläche, die Sie bearbeiten müssen. Und das klingt erstmal, da kommt man ein bisschen ins Grübeln, wenn man das hört und sagt, naja, ist das nicht immer so?
Und ich würde wirklich sagen, nee, ist nicht immer so. Es ist wirklich auffällig. Ich habe, als ich daran gearbeitet habe, daran geschrieben habe, war ich eine Zeit lang in St. Johann, das ist in Südtirol, es gibt viele St. Johanns, aber das, wo ich war, ist in Südtirol, das ist wunderschön. Da war so eine Sommerakademie der Studienstiftung für begabte Studenten. Und da ist mir aufgefallen, wie sehr das stimmt. Weil was immer es ging, war es für die Studenten ein Aggressionspunkt. Und ich meine das überhaupt nicht böse. Ja. Ich mache seit Jahren und viel auch Begabtenförderung. Und das liegt bestimmt nicht an denen. Ja. Das liegt an der Welt, die wir denen hinterlassen. Aber da gibt es rundherum Berge, Ahrenkopf zum Beispiel. Und es war wirklich erstaunlich, die Frage war, wie hoch ist der und wie lange brauche ich, bis ich da oben bin? Ja, die haben sogar Wettrennen gemacht, wer Bergkönig wird. Und es ist ungelogen. Ich habe zum Beispiel zu allen mal gesagt, boah, was, ihr seid in 1,5 Stunden da hochgelaufen. Da steht unten am Wegweiser 3 Stunden. Dann sagt er ganz niedergeschlagen, ja, aber der Rekord liegt bei 40 Minuten. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber genau genommen sozusagen, die Berge erscheinen als Aggressionspunkte. Da muss ich hin, ja, da muss ich rauf, da will ich auch sein in gewisser Weise. Oh, naja, oder da war dann viel die Rede von Cambridge und Oxford und die Idee war, da muss ich auch rein, ja, das muss ich irgendwie schaffen, da hinzukommen. Ja, das ist ein Punkt, was ich irgendwie in den Griff kriegen, erobern, erreichen muss. Oder, und das Erstaunliche war, selbst da, wo man denkt, da geht es jetzt um was ganz anderes. Also abends haben sie wilde Partys gefeiert. Ich verstehe da leider nicht viel davon. Aha. Aber jedenfalls waren da ganz viele so, ich weiß nicht genau, wie dieses Spiel hieß, aber es waren ganz viele so kleine Schnapsgläschen sozusagen und die Leistung bestand darin, den Alk wegzuhauen. Ja, sozusagen, wenn Sie so wollen, seinen Mann zu stehen. Ja. Das Zeug, der Alk muss weggehauen werden. Da sehen Sie, selbst diese Form von Welt erscheint als Widerstand, den man irgendwie beobachten muss. Oder es gab einen schönen Chor, den die da machen und da haben die gesagt, das ist eine wörtliche Aussage, die ist mir einfach sozusagen in die Füße gefallen, nicht vor die Füße gefallen, nicht in die Füße. Lass uns mal versuchen, ob wir den Mendelssohn meistern können, ja, der ist ziemlich schwer. Aber ich meine, selbst Mendelssohn muss gemeistert werden. Ja, und das ist die normale Weltbeziehung. Wir sind so auf Welt bezogen. Das würde ich auch gerne kaufen. Das würde ich gerne vergrößern. Das würde ich gerne umbauen. Das würde ich gerne meistern. Und da will ich auch noch hingehen. Und übrigens bei wissenschaftlichen Vorträgen, aber da würde ich sagen, hat es vielleicht auch einen guten Sinn, aber diese Studenten, die ich sehr mag, die sitzen natürlich in den Vorträgen eigentlich im Aggressionsmodus, das lernt man auch in der Wissenschaft und ich würde sagen, ich will es gar nicht kritisieren, vielleicht hat es einen guten Sinn, aber du sitzt eigentlich in einem Vortrag und guckst, wo die Punkte sind, wo du nachher einhaken kannst, zu sagen, ja, ist ja schön und gut, aber das ist falsch, ja, oder das haben sie übersehen oder das müssen sie anders machen. Ja. Selbst das erscheint in irgendeiner Form als Aggressionspunkt. So, ich lasse es jetzt damit. Was ich noch mal sagen will, ist, wo das herkommt oder in welchem Zusammenhang das steht. Charles Taylor sagt, hat eine moderne Analyse geschrieben und sagt, naja, das kommt daher oder hängt damit zusammen, dass die Moderne eigentlich sowas wie eine spirituelle Unabhängigkeitserklärung abgibt. Ja, das Souveränitätsparadigma ist das Entscheidende in der Frage, wie wir auf Welt bezogen sind. Und er macht das erstmal an der Natur fest. Er nennt es eigentlich spirituelles Unabhängigkeitsparadigma von der Natur. Und gemeint ist, wir lassen uns nicht mehr von der Natur bestimmen. Ich meine, das sehen Sie an diesem Raum. Wir bestimmen, ob es heiß oder kalt ist. Wir bestimmen, ob es hell oder dunkel ist, zum Beispiel. Oder also Natur in den Griff kriegen ist eine Art von, er nennt es spirituelle Unabhängigkeitserklärung, finde ich deshalb interessant, weil die Unabhängigkeitserklärung natürlich ein Souveränitätsakt ist. Und diese Souveränität gilt gegenüber der Natur, gilt gegenüber der Politik. Ja, wir wollen selber bestimmen, wie wir leben. Gilt aber auch gegenüber der Geschichte. Die Geschichte, die Tradition soll nicht bestimmen, wie wir leben. Übrigens auch von der Religion. Ja. Wir lassen uns nicht einfach von Kirche oder von sonst jemandem vorschreiben, wie wir zu leben haben. Also das Weltverhältnis hängt mit einer Art von Declaration of Independence, einer Unabhängigkeitserklärung zusammen. Und die Natur wird dann das, was uns da gegenübersteht, wenn wir das mal vorübergehend Natur nennen, wird dann Ressource, mit dem wir Leben bauen, oder Gestaltungsobjekt, das, was wir gestalten und verändern. Und das kann man jetzt, das ist jetzt nicht so wichtig, die soziologische Diagnose lautet, dass es sozusagen einen strukturellen Grund für diese Weltbeziehung gibt und einen kulturellen. Strukturell meint in der Art und Weise, wie wir leben, wirtschaften, arbeiten und uns auch selber steuern. Und auf dieser strukturellen Seite behaupte ich, dass eine moderne Gesellschaft, also die Welt, in der wir leben, dadurch gekennzeichnet ist und übrigens historisch anders ist als alle Epochen, die wir kennen. Da streite ich mich immer mit den Historikern. Wenn sie mit Historikern reden, sagen die erstmal, gab es früher auch schon. Und wenn man ganz lange mit denen bohrt, dann geht es wenigstens unentschieden aus, finde ich. Also, weil meine Behauptung ist, dass die moderne Gesellschaft deshalb anders ist, weil sie sich nur durch Steigerung erhalten kann.
Also sie sozusagen, wir sind stetig gezwungen, einen Zahn zuzulegen, um die Arbeitsplätze zu erhalten, zum Beispiel. Schon daran sehen Sie, das ist irgendwie echt anders als früher. Also wenn sich Betriebe, aber besonders sozusagen Volkswirtschaften, wenn die nicht, zum Beispiel Digitalisierungsoffensive, ja, wenn wir die verschlafen, können wir die Arbeitsplätze nicht halten, machen die Firmen zu. Und dann haben sie übrigens auch alle anderen Probleme. Wenn wir die Arbeitsplätze nicht halten können und die Firmen zumachen, dann können wir auch das Rentensystem nicht mehr aufrechterhalten, das Gesundheitssystem, das Wissenschaftssystem, das Bildungssystem. Dann schrumpfen die Spielräume politischer Gestaltung, dann kriegen wir eine umfassende Krise. Also ohne permanente Steigerung, rationaler, effizienter, produktiver, kreativer zu sein oder anders formuliert, ohne stetiges Wachstum zu erzielen, Beschleunigungsleistungen zu erbringen und immer wieder innovativ zu sein, können wir das Bestehende nicht erhalten. Also meine These lautet nicht, dass frühere Gesellschaften nicht manchmal rapide Beschleunigungsphasen erlebt hätten. Und auch nicht, dass die nie innovativ waren. Natürlich gab es früher Innovationen und es gab revolutionäre Umbruchsphasen, wo alles in Bewegung gekommen ist. Also ich behaupte nicht, früher war alles beschaulich und ruhig und sicher und heute ist alles chaotisch, überhaupt nicht. Sondern ich behaupte nur, wir sind die erste Gesellschaft, die das Bestehende, den institutionellen Status quo, das heißt das Bildungssystem, das Rentensystem, das Gesundheitssystem und so weiter, nur erhalten können, wenn sie sich pausenlos steigern, jedes Jahr einen Zahn zulegen. Und selbst wenn wir es ohne Wachstum, Griechenland wächst seit langem nicht mehr, jetzt kommt es vielleicht wieder, aber es lief lange Zeit nicht. Oder Japan, ehrlich gesagt, hat seit fast 2 Jahrzehnten kein wirkliches Wirtschaftswachstum mehr. Dann sind die anderen Steigerungszwänge noch härter. Da müssen sie erst recht innovativ und produktiv und kreativ sein, um ihren Platz in der Welt halbwegs zu halten. Ja, also das nenne ich dynamische Stabilisierung. Eine Gesellschaft, die sich nur durch Steigerung erhalten kann, ist neu und das ist unsere moderne Gesellschaft und das zwingt uns in diesen Aggressionsmodus. Ne? Und den sehen Sie da unten sozusagen zusammengefasst. Die Art unseres in der Weltseins heißt, was macht Wissenschaft? Welt verfügbar machen, ja, verstehen, durchdringen, dann auch beherrschen und nutzbar machen. Was macht Technik? Erst recht das, ja, verfügbar machen, erreichbar machen, hinkommen, beschleunigen. Was macht Wirtschaft? Die Ressourcen zur Gestaltung schaffen. Ne? Und Politik oder Recht versuchen das dann zu regulieren. Und in diesen kursiv gestellten Begriffen durchdringen, beherrschen, nee, die anderen sind kursiv gestellt, egal. Also durchdringen, beherrschen, ermöglichen, regulieren, haben wir diese Welthaltung des Verfügbarmachens, von der ich glaube, das ist eigentlich ein Aggressionsmodus. Also alles, was uns irgendwie begegnet, wollen wir kennenlernen, wollen wir beherrschen, wollen wir regulieren oder kaufen oder erwerben. Das ist die institutionelle Seite. Das Wollen ist sozusagen, wir sind gezwungen, wenn wir es nicht tun, auf unser individuelles Leben übersetzt sich das durch Wettbewerbszwänge und Optimierungsanforderungen. Ja. Ein bisschen besser werden, ein bisschen schneller werden, ein bisschen kreativer, ein bisschen mehr, wird zu einer Dauerweise des in der Weltseins. Es gibt aber noch eine kulturelle Seite. Also eigentlich sage ich immer, also es reicht nicht, die Institutionen zu beschreiben, wir müssen verstehen, wie wir als Menschen leben. Ja, warum machen wir das mit? Weil sie setzen sich ja nicht hin und sagen, ich muss mal was fürs Wirtschaftswachstum tun oder so. Ja, oder wir sagen auch nicht, ich muss mal Welt beschleunigen. Aber trotzdem, die innovieren und beschleunigen und wachsen müssen wir Menschen. Ja, das können Strukturen nicht. Wachstum, Innovation und Beschleunigung können nicht Strukturen, Firmen hervorbringen. Das müssen schon die Subjekte tun, indem sie neue Dinge ausdenken, neue Dinge etablieren, kaufen, regulieren und so weiter. Und warum machen wir das denn? Warum machen wir es? Und ehrlich gesagt frage ich mich das immer, wenn wir dauernd neue Technik haben, die dann nicht mehr funktioniert, obwohl die alte eigentlich ganz gut war. Aber egal. Ja, ehrlich gesagt, wir machen es, weil wir Angst haben, dass wir abgehängt werden. Ja, und zum Teil werden wir auch abgehängt. Das regt mich vielleicht auf. Ich brauche morgen Skype und ich dachte, ich habe auf meinem Laptop, das geht alles. Und ich habe dann für morgen für eine wichtige Ding gesagt, ja, Skype funktioniert, habe ich nochmal getestet. Da steht dann einfach, diese Skype-Version nicht mehr unterstützt, laden Sie die neue runter. Ja, leider kann ich die neue aber nicht runterladen, weil es ein Firmencomputer ist und da habe ich das Administrator-Passwort nicht und schon ist mal wieder lahmgelegt. Und da fragt man sich, also ich meine, naja, lassen wir es. Also bei der Frage, warum machen wir es? Zum Teil sind es wirklich so institutionalisierte Zwänge. Aber ich glaube, es gibt auch eine Motivstruktur und die ist zum Teil Angst, dass wir nämlich abgehängt werden. Und das ist auch so, also in einem System der Wettbewerbslogik stehen wir praktisch immer auf Rolltreppen nach unten. Wenn wir nicht nach oben laufen, werden wir abgehängt, da rutschen wir zurück.
Aber das würde ich sagen, reicht nicht. Wir leben nicht immer nur in Angst. Das wäre eine falsche Selbstbeschreibung. Wir wollen das auch. Wir genießen das auch. Es gibt ein Antriebsmoment, ein kulturelles Antriebsmoment. Und das nenne ich Weltreichweitenvergrößerung. Das führt zu dem sozusagen an Hans von Förster angelehnten Imperativ, dass wir jederzeit so handeln, dass unsere Weltreichweite größer wird. Das klingt jetzt abstrakt, aber was damit gemeint wird, ist, glaube ich, leicht zu verstehen. Es liegt eine Verheißung darin, sowas wie ein Glücksversprechen, die Idee gelingenden Lebens, wenn wir einen neuen Weltausschnitt erreichbar machen, in irgendeiner Form, zugänglich oder erreichbar oder aneignen oder kaufen zum Beispiel, ist eine Form der Weltreichweitenvergrößerung. Also ich glaube, wenn wir Entscheidungen treffen oder wenn wir über unser Leben reflektieren, dann ist ein ganz starkes libidinöses Antriebsmoment, irgendetwas zugänglich zu machen. Eigentlich würde ich sagen, den Horizont dessen, was uns erreichbar ist, auszudehnen. Das nehmen wir als gelingend, als Glück wahr. Was heißt das? Können Sie ganz leicht am Geld sehen. Weil nämlich Ihr Kontostand Ihre Weltreichweite beschreibt. In ziemlich praktischen Sinne. Also wenn Sie viel Geld auf dem Konto haben oder in irgendeiner Form verfügbar, dann haben Sie eine relativ große Reichweite. Dann wäre die Kreuzfahrt mal in die Südsee in Ihrer Reichweite. Könnten Sie machen, wenn Sie wollten. Vielleicht wollen Sie das gar nicht, sondern Sie gehen lieber Helikopter-Skifahren in den Alpen. Gut, ist auch, wenn Sie ganz viel Geld drauf haben. Oder der Maserati ist in Ihrer Reichweite. Oder diese superschöne Wohnung da. Oder halt vielleicht auch das Luxus-Altenheim oder was immer es sein mag. Oder die Ayurveda-Kur in Indien ist in Reichweite. Wenn Sie aber Schulden haben und gar kein Geld, dann ist nicht mal diese schäbige Einzimmer-Kellerwohnung im Vorort in Reichweite. Können Sie sich nicht leisten. Und Sie können auch nicht an die Kreuzfahrt, denken Sie gar nicht, Sie können sich nicht mal das Ticket bis Berlin leisten. Das ist nicht in Reichweite. Auch nicht der schöne Computer oder was immer das sein mag. Also Sie können wirklich an Ihrem Kontostand Ihre Weltreichweite ablesen. Und deshalb sehen wir, wieso Geld so attraktiv ist für Menschen. Heute in der SZ schon wieder, warum uns Gier treibt und wir nie genug haben. Ich dachte übrigens früher, ich kann beweisen, dass diese Superreichen nicht ganz dicht sind. Weil nämlich, wenn sie sagen wir mal 30-facher Milliardär sind und immer noch Steuern hinterziehen, dann gewinnen sie gar nichts an Lebensqualität. Aber sie haben das Risiko, dass sie ins Gefängnis gehen. Das ist irrational, dachte ich immer. Inzwischen würde ich sagen, nee, ist komplett rational. Weil das Geld bestimmt Weltreichweite. Und die Welt reicht immer weiter als ihr Vermögen. Sie können sich dann eben, selbst Elon Musk kann sich nicht alles kaufen, aber immerhin reicht seine Weltreichweite bis zum Mars. Er träumt vom Marsflug. Wenn sie nicht ganz so reich sind, ist es vielleicht der Mond oder die Antarktis-Expedition oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall sieht man daran, Geld ist attraktiv, weil es Welt in Reichweite bringt. In allen Dimensionen, nicht nur geografisch, sondern auch anders. Und es ist eben nicht nur das Geld. Die ganze Technik-Evolution, die wird nicht vom institutionellen Zwang alleine getrieben, sondern von der Verheißung, dass wir unsere Weltreichweite ausdehnen können. Da finde ich immer instruktiv, wenn man sich überlegt, die Geschichte eigentlich der Fortbewegungsmittel, wenn Sie entweder sich noch erinnern, wie Sie selbst ein Fahrrad bekamen oder Ihre Kinder oder Ihre Enkel, ja, warum sind die so stolz darauf und die Eltern gleich mit oder die Großeltern, wenn das Kind Fahrrad fahren lernt und für das selber ist es auch toll und das erste Fahrrad. Na, was ist das Besonderheit des ersten Fahrrads? Es vergrößert den Horizont des Erreichbaren. Ich weiß es wirklich noch von meinem eigenen Leben. Als ich dann Fahrrad fahren konnte, konnte ich selber bis zum Schlüchtsee fahren, unserem kleinen Badesee. Der war jetzt in meiner Reichweite, in meiner selbsttätigen, alltäglichen Reichweite. Der Horizont hat sich vergrößert. Und mit dem Moped, als wir 15 wurden, ist das Nachbardorf in Reichweite gekommen. Wir können da jetzt hin, wenn die Dorffest haben oder sonst was. Oder auch wenn wir nur eine Ladung Prügel abgeholt haben. Aber es kam in Reichweite. Und natürlich träumt jeder Jugendliche auf dem Land heute noch, in der Stadt nicht, weil die Weltreichweitenausdehnung durch ein Auto nicht besonders ist. Wenn Sie in einer Großstadt wohnen wie Köln, ist der ICE ein viel besserer Reichweitenvergrößerer. Da träumt kaum mehr ein Jugendlicher vom Auto. Aber auf dem Land schon. Ja, weil wenn Sie 18 werden und das erste Auto haben, dann kommt Köln eben in Reichweite. Ja, da könnte ich mal übers Wochenende oder so oder am Abend so weit fahren. Und das Flugzeug bringt London oder auch sogar Rio oder Tokio in Reichweite. Und das heißt in gedankliche Reichweite, in den Horizont des Möglichen. Und natürlich fahren wir auch wirklich hin. Und da sieht man, wie dieser Horizont, diese Reichweitenbestimmung ein Zusammenspiel von Technik und Geld ist. Ja, dass Ryanair so billig geworden ist, bedeutet, es kommt die Türkei oder die, ich weiß nicht was, kommt in eine ganz
alltagspraktische Reichweite für viele Millionen Menschen, für die das vorher eben nicht in Reichweite war. Und diese Technik und Reichweitenlogik, die bestimmt, ich meine, es ist doch wirklich abartig, wenn Sie, da müssen Sie gar nicht Soziologin sein, wenn Sie durch die Stadt laufen, wie wir an diesen Dingern kleben, ist doch unglaublich. Ich meine, hätten wir vor 20 Jahren uns Bilder gezeigt, wie wir jetzt leben, da hätten wir irgendwie gedacht, oh Gott, das ist die kollektive Psychose oder sowas. Ja. Und warum ist ein Ding so attraktiv? Naja, weil es Welt in Reichweite bringt. Das ist doch irgendwie völlig logisch. Ich habe alle Informationen der Welt, die jemals digitalisiert wurden, in Reichweite. 2 Klicks. Ich habe sie in meiner Hosentasche. Alle meine Freunde sind sozusagen in Reichweite mit 2 Klicks immer an meinem Leib. Ja, und auch meine Bekannten und Verwandten. Und alle Bücher, die jemals digitalisiert wurden, habe ich in Reichweite in der Hosentasche. Und alle Musik, die aufgenommen wurde. Und alle Bilder oder alle Filme. Ja, das ist ein unglaubliches Weltreichweitenvergrößerungsinstrument. Und das treibt uns ganz zentral an. Und man könnte übrigens auch fragen, der letzte Punkt in dem Teil. Warum ist Köln interessanter als der Schwarzwald? Obwohl ich ja das gar nicht finde. Der Schwarzwald ist auch interessant. Aber unsere jungen Leute wollen immer in die Stadt. Nein, Köln ist sehr schön, aber ich meine, aber die Frage ist, warum wollen junge Leute in die Stadt? Notorisch. Und da sagen die, ja, na klar, also euer Dörfchen ist schön, aber in Köln, da habe ich die Museen, da habe ich das Theater, da habe ich die Oper, da habe ich was ich was. Die gehen weder ins, Oper gibt's gar nicht, ja. Genau, ich wollte sagen, die gehen da eh nicht hin. Selbst wenn sie die jetzt, das wissen sie vielleicht noch nicht mal, aber sie denken, sie sind in Reichweite. Na egal, also was ich sagen will, man muss da gar nicht hingehen. Das Wissen, was man in der Stadt alles in alltagspraktischer Reichweite hat, macht eine Großstadt weltweit zu einem attraktiven Ort. Gut, also wir verstehen jetzt, was der dominante Modus des in der Weltseins ist. Ja, wir sind institutionell gezwungen, Weltreichweite zu vergrößern und kulturell angetrieben. Ne, als und jetzt behaupte ich, Punkt 3 von 5, das hat eine ganz komische, eine ebenfalls doppelte Rückseite. Damit stimmt was nicht. Ne? Die verfügbar gemachte, in Reichweite gebrachte Welt weicht irgendwie rätselhaft zurück. Eigentlich behaupte ich, die wird dürr oder unlesbar, könnte man vielleicht mit Blumenberg sagen. Und ich finde das wirklich höchst faszinierend. Auf der institutionellen Seite, ne, oder auf der strukturellen Seite ist doch eher interessant, dass das, was uns als erstes einfällt, wenn es um Welt geht, da denken wir häufig um Naturverhältnisse oder überhaupt, wenn es um Welt geht, reden wir von Umwelt. Und das dominante Umweltbewusstsein ist, das ist das, was wir zerstören. Und dadurch, dass wir es zerstören, bedrohen wir es. Wir bedrohen die Arten, die Gletscher, die Pole, was weiß ich was alles. Und es wird bedrohlich. Ja, die Hitze könnte uns killen, die Stürme könnten uns killen, die Lawinen könnten uns killen. Ich weiß nicht, was noch alles. Ne? Also unser Weltverhältnis können Sie daran eigentlich ablesen. Ne? Was haben wir denn für ein dominantes Weltverhältnis? Jeden Tag in allen Medien. Bildzeitung von heute, Wetter dreht durch, Tornados, Blitze, Schnee in den Schneetote, in den Bergen. Ja, ich finde, das ist ein guter Indikator, wenn Sie soziologisch denken, da stimmt was nicht mit dem Weltverhältnis. Ja, diese verfügbar, erreichbar, beherrschbar gemachte Welt scheint sich irgendwie zu entziehen. Ja, die wird bedroht, wir töten die und sie wird bedrohlich. Ich glaube ja wirklich, ich werde gleich bei der Schlusspointe nochmal drauf zurückkommen, das liegt daran, wir können unser Weltverhältnis eigentlich nur noch als Täter oder als Opfer denken. Ja, dieser Aggressionsmodus bringt uns in eine extreme Täterhaltung. Wir wollen kontrollieren, beherrschen, machen, dominieren. Und auf der Rückseite werden wir zu extremen Opfern. Ich meine, das sieht man im Naturverhältnis. Wir wollten Natur beherrschen und jetzt scheint es so, dass wir sie zerstören und davon zerstört werden. Und ich finde es auch interessant, bei sowas wie über Atomkraft nachzudenken. Weil nämlich als die anfingen, den Atomkern zu spalten, die waren total enthusiastisch und ich verstehe das gut. Weil die Idee war, jetzt schaffen wir es in die Materie hinein, wirksam zu werden sozusagen. Wir können das materielle Gestaltungsprinzip selber begreifen. Einige der Ideen um den Oppenheimer-Kreis waren, wir können jetzt selber Schöpfer werden, ja, oder Schöpferin. Und dann hat sich aber gezeigt, dass diese super Steigerung unserer Täterhaltung zur Welt uns auch zu extremen Opfern macht. Wenn wir nämlich eine Atombombe auf den Kopf kriegen oder ein Atomkraftwerk explodiert, sind wir die total hilflosen, ohnmächtigen, selbst unwirksamen Opfer. Gut, also die These ist, ich lasse den ganzen Rest jetzt mal weg, dass das dominante Weltverhältnis problematisch zu werden scheint, übrigens nicht nur ökologisch, sondern auch politisch.
Ich glaube, so kann man viel von dem erklären, was wir ja Land auf Land ab diskutieren. Es ist ja auch übrigens nicht nur in den westlichen Demokratien. Ich meine, in Modi in Indien oder Bolsonaro in Brasilien sind irgendwie politische Erscheinungen, die Menschen nervös machen. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass wir uns auch politisch irgendwie gleichzeitig als Supertäter und Superopfer interpretieren. Ja? Eigentlich wollen wir politisch alles gestalten können. Können wir ja irgendwie auch. Wer soll uns daran hindern? Und gleichzeitig erfahren wir uns immer als Opfer. Ja? Als Opfer von allem Möglichen. Also also meine Behauptung ist, und übrigens Politik kann eben gerade nicht steuern. Leben wird unverfügbar, übrigens auch das Alltagsleben. Es wird wahnsinnig schwer vorherzusagen, was übermorgen oder in 3 Wochen sein wird. Oder wie Sie eine Biografie können Sie kaum mehr planen, weil die Unverfügbarkeiten zunehmen durch den Versuch, sie verfügbar zu machen. Ich kürze das jetzt trotzdem mal ein bisschen ab, selbst wenn ich noch nicht alle Beweise erbracht habe. Und gehe nochmal auf die kulturelle Seite. Da behaupte ich, passiert nämlich sowas Ähnliches, dass von Anbeginn der Moderne an, dass es eine Grundangst gibt, dass nämlich in diesem Weltverhältnis des Verfügbarmachens, des sozusagen Aneignens, dass das Angeeignete, ich würde sagen, der Paradebeispiel des Aneignens, wie wir es als Individuum tun, ist eigentlich auch Kaufen. Na, ich kaufe mir das, dann habe ich es mir angeeignet, das ist meins jetzt. Und die Hoffnung des Kaufakts ist ja, dass das, was ich mir da aneigne, dass das ein wesentlicher Teil von mir wird, dass mein Leben besser und reicher wird dadurch. Und dann scheint es etwas zu geben, dass ich dieses Angeeignete, durch Wissen angeeignete, ökonomisch, technisch angeeignete, dass ich das entzieht, dass das stumm wird, dass sich das versperrt geradezu. Und ich glaube, das finden Sie in fast allen kulturellen moderne Diagnosen, zum Beispiel bei Karl Marx, der eigentlich eine fünffache Entfremdung diagnostiziert. Und wenn Sie den frühen Marx lesen, da hat er ja noch nicht das Kapital geschrieben. Er geht eigentlich nicht von der ökonomischen Beziehung aus, sondern erstmal, weil Arbeiten ist ein Grundmodus des in der Welt sei, das ist für ihn schon zentral wichtig. Und er sagt aber eigentlich, aus einer falschen Weltbeziehung entsteht das Privateigentum an Produktionsmitteln. Ja? Also nicht andersrum. Nicht der Kapitalismus ist an der Entfremdung schuld, sondern die Entfremdung, die Störung der Weltbeziehung ist eine Ursache dafür, dass der Kapitalismus sich durchsetzt. Wenigstens kann man einige Teile des frühen Marx so lesen. Aber was er sagt ist, wir sind auf falsche Weise auf die Arbeit bezogen, weil nämlich Arbeiten ist eine Grundform des in der Weltseins. Wir sind tätig mit dem da draußen verbunden und indem wir arbeiten, formen wir uns auch selber und wir formen Natur um. Und dieser Prozess wird sozusagen eigentlich der Kapitalvermehrung unterworfen. Ja, Sie bestimmen nicht über das, was Sie arbeiten. Das Produkt gehört Ihnen auch nicht. Ja, Sie machen nicht mal mehr unbedingt gute Arbeit, sondern es muss sich halt irgendwie rechnen. Und Marx sagt, okay, da liegt eine Störung in der Art, wie wir arbeiten. Und die Folge davon ist auch in unserer Naturbeziehung. Natur wird nur noch zur Ressource, die wir oder zum Gestaltungsobjekt. Und dann auch in der Beziehung zu den anderen. Der andere ist der Konkurrent, allenfalls der Kunde, dem ich was antreten will. Und am Ende zu uns selbst. Ja, wir instrumentalisieren uns selbst, um im Steigerungsspiel bestehen zu können. Aber Sie müssen nicht Marxistin sein, um diese Besorgnis zu sehen. Max Weber kommt im Prinzip zur gleichen Diagnose. Er nennt es nur anders, er nennt es Entzauberung. Er sagt, was ich Weltreichweitenvergrößerung nenne, nennt er Rationalisierung. Wir wollen Welt berechenbar und beherrschbar machen. Und das Ergebnis ist, dass sie ihre Farbe verliert. Disenchantment nennt man das auf Englisch oder Désenchantement auf Französisch. Die Welt hört auf zu singen. Sie wird irgendwie nüchtern. Und sprachlos, eigentlich ist es das, was wir im Extremfall im Burnout haben. Ich lasse mal alle anderen, vielleicht nur noch Albert Camus, das ist interessant, weil es nochmal eine ganz andere Herangehensweise ist, auch bei Camus, der ja das Absurde ist für einen Grundbegriff. Und wie kommt es in die Welt? Er sagt, aus der Erkenntnis oder im Moment der Erfahrung, wo ich feststelle, ich kann nicht anders als Mensch, als in die Welt hineinzurufen, geradezu zu schreien. Und wenn ich dann erfahre, dass sie mir nicht antwortet, dass sie mir im Grunde feindlich und schweigend gegenübersteht, das ist die Geburt des Absurden. Also was ich sagen will, ist, diese kulturellen Selbstbetrachtungen haben alle die Sorge, die Grundangst der Moderne, dass diese Welt sich zurückzieht, dass sie schweigend wird, dass sie unlesbar wird, dass sie mit uns eben nicht in einen lebendigen Kontakt tritt. Also mache ich einen gewaltigen Sprung zum vorletzten Teil, weil ich muss noch zur Religion kommen, ich habe noch ein bisschen. Also wie könnte es anders sein? Ja, was wäre denn, eigentlich bin ich da auf diese Frage gekommen, indem ich mir überlegt habe, was ist denn ein Nicht-Entfremdetes in der Welt sein? Was ist denn ein anderer Modus als der Aggressionsmodus. Und da behaupte ich, wir haben durchaus diesen anderen Sinn. Wir können gar nicht anders als Menschen, als auch einen anderen Sinn zu haben. Und das nenne ich Resonanz. Und Resonanz besteht erst einmal aus 4 Elementen. Und ich behaupte, es ist ganz interessant, wenn Sie zum Beispiel zu so einer Veranstaltung wie der hier kommen, ja, was suchen Sie da? Sie könnten tendenziell in einem
ich nenne das Verdinglichungsmodus oder Verfügbarkeit, im Aggressionsmodus sein, wenn sie entweder den Rosa mal fertig machen wollen oder wenn sie unbedingt was lernen wollen. Ja, ich muss das verstehen, ich muss mir das aneignen, kommt vielleicht morgen in der Klausur. Aber die wenigsten von ihnen werden aus einem dieser beiden Motive da sein. Ja, in der Regel sucht man da was anderes, nämlich eigentlich Resonanzen. Und Resonanz ist eine Erfahrung oder eine Beziehung, die vier Dinge aufweist. Das erste ist, etwas berührt uns oder bewegt uns. Den letzten Punkt, den ich machen will, macht das vielleicht nochmal deutlich. Ich habe mich eigentlich selber immer gewundert, warum gehe ich erstmal von der passiven Erfahrung aus? Resonanz tritt da auf, wo etwas sie ruft geradezu oder sie anspricht oder sie berührt. Häufig ist das ja ganz unerwartet. Wenn Sie biografische Interviews machen, stellen Sie es fest, dass Menschen ihr Leben so erzählen, dass sie sagen, da wollte ich das und das und plötzlich ist mir was begegnet. Es ist mir begegnet und das hat mich verändert, sagen Menschen. Das sind oft die intensivsten, die wichtigsten Erfahrungen. Aber wir gehen in viele, zum Beispiel zu Vorträgen oder in Konzerte oder auch auf Reisen oder auf Kirchentage, mit der Erwartung, dass sie da etwas finden. Übrigens gehen sie auch ins Museum, in der Erwartung, dass da irgendetwas sie anspricht, sie berührt. Ich glaube, die Gesellschaft hat eine Krise der Anrufung. Übrigens Bruno Latour, der französische Soziologe, hat genau die gleiche These. Ja. Er sagt, Leben gelingt, wenn es einem Ruf antwortet. Und der Ruf kann eine politische Idee sein, eine Religion oder religiöse Vorstellung, kann auch Musik sein, kann ein Berg sein, der sie ruft. Oder eine Landschaft. Aber wenn sie keinen Ruf mehr hören, weil sie immer nur von der Idee getrieben werden, ich muss das in den Griff kriegen und jenes, dann leben sie resonanzlos. Also das erste Moment von Resonanz ist, sie hören einen Ruf, eine Anrufung. Und das ist nicht mystisch, esoterisch, auch nicht mal religiös gemeint. Einfach etwas, was sie berührt in einem Konzert, in einer Landschaft, in einem Menschen. Das kann ein Flüchtlingskind sein oder sonst ein Obdachloser zum Beispiel. Lassen Sie sich eigentlich noch rufen oder nicht? Aber auch jemand, in den Sie sich verlieben. Sich zu verlieben wäre ein klassischer Moment von etwas ruft mich. Es berührt mich, es affiziert mich. Und wenn das stattfindet, ist es in der Regel, damit ist sozusagen Resonanz nicht erschöpfend beschrieben. Das ist nicht einfach ein passives, da ist halt was. Wenn Ihnen ein Ziegel auf den Kopf fällt, sozusagen berührt es Sie auch. Damit treten Sie aber nicht in Resonanz, weil Sie sofort mit Schließung antworten. Resonanz bedeutet, dass Sie dem entgegengehen, dass Sie darauf antworten. Man sieht es zum Beispiel in Diskussionsveranstaltungen, wenn Resonanz sich einstellt, dann sitzen Menschen anders da. Ihre Augen leuchten auf anstelle der stumpfen, teilnahmslosen, müden, halb eingeschlafenen Blicke. Sozusagen leuchten Augen plötzlich auf. Die Körperhaltung ändert sich. Man merkt richtig, dass dieser Wunsch, in Beziehung zu treten. Wenn Sie im Konzertsaal sitzen und mit der Musik in Einklang gehen, dann fangen Sie vielleicht sogar an mit zu wippen oder mit zu singen. Es singt auf jeden Fall in Ihnen mit. Und dieses zweite Moment nenne ich, kann man als Emovere nach außen bewegen, Emotion, Emovere nach außen bewegen beschreiben. Aber wichtig ist dieses Moment der Selbstwirksamkeit. Sie erfahren sich als lebendig, als wirksam, indem sie dem, was sie da ruft, entgegengeht, etwas damit machen. Und wenn dieses Wechselspiel, das ich Resonanz nenne, in Gang komme, etwas ruft sie, sie antworten darauf, dann verändern sie sich. Sie bleiben dabei nicht der oder dieselbe. Und auch da würde ich sagen, dass erstens ist natürlich auch das eine religiöse Grundidee und Latour verwendet sie auch so. Er sagt, Menschen fühlen sich lebendig, wenn sie sich rufen und verwandeln lassen. Ja, eigentlich sehen wir uns nach gar nichts anderem als genau danach, dass wir einen Ruf hören und uns transformieren lassen. Ja, deshalb kaufen wir dieses ganze Zeugs, das wir kaufen. Immer in diesem Wunsch, aber häufig funktioniert es halt nicht. Und es funktioniert nicht, und das ist das letzte Grundelement von Resonanz, weil es konstitutiv unverfügbar ist. Das bedeutet, Sie können es nicht herstellen. Ja, es gibt keine, it's unengineerable. Ich weiß immer noch nicht so richtig, wie ich es auf Englisch übersetzen soll. Aber diesen Vorschlag finde ich ganz gut. Ja. Es gibt keine Weise, das herzustellen. Sie versuchen es zwar garantiert zu kriegen, Sie kaufen sich Konzerttickets, teuerste Konzertticket am besten in der Skala für den Lieblingsstar oder so. Ja. Da muss doch Resonanz kommen. Ja. Aber höchstwahrscheinlich kommt sie nicht. Das ist fast garantierbar. Ja. Sie werden sich versuchen, davon zu überzeugen, oh, das war fantastisch, also das war doch, ich möchte mal ein Untersuchungsprojekt darüber machen. Ich weiß nicht, ob ich das lügen soll, Lügen nennen soll, das ist glaube ich nicht gelogen. Aber man versucht sich halt irgendwie einzureden, dass man tief berührt ist, obwohl es häufig dann eben gerade nicht passiert. Genauso wenig wie ein heiliger Abend wahrscheinlich sich keine Resonanz einstellt.
Aber das andere Interessante ist, also die erste Unverfügbarkeit, Sie können es nicht erzwingen oder kommodifizieren, Sie können es nicht kaufen. Ich meine, ich glaube überhaupt, der Trick des Kapitalismus besteht darin, dass er die Resonanzsehnsucht in eine Objektsehnsucht transformiert. Ja, dann kaufen wir das Objekt, aber die Resonanz, die wir uns damit versprochen haben, die können wir nicht einklagen. Na, Sie können darauf beharren, dass das Konzert stattfindet, aber dass es Sie berührt, können Sie nicht einklagen. Aber wenn Sie etwas berührt und Sie sich dadurch verwandeln lassen, ist es unmöglich vorherzusagen, in welche Richtung Sie sich verwandeln. Ich meine, man geht auch an einen Vortrag eigentlich, weil irgendwie man sich auf eine Resonanz hofft, auch aus der Diskussion. Häufig passiert es genau da und nicht im Vortrag, sondern danach. Aber niemand kann vorhersagen, wenn wir nachher diskutieren, wo vielleicht ein Resonanzmoment auftritt und was dann daraus entsteht im Gespräch. Ja. Deshalb ist das Ergebnis von Resonanz ist konstitutiv ergebnisoffen. Es lässt sich nicht vorhersagen, was dabei herauskommt. Also da ist mein Lieblingsbeispiel eine Firma, weil die inzwischen würde ich sagen, Managements oder Firmenleitungen haben durchaus einen Sinn dafür, dass sie Resonanzfähigkeit brauchen bei ihren Mitarbeitern, ne? Gerade bei Führungsmitarbeitern. Und da gab es eine Firma, ein Weltkonzern, der ein Führungsteam in eine Art von Resonanzwochenende geschickt hat. Die haben es Gott sei Dank noch nicht so genannt, aber das haben sie gemeint. Die sollten einen Sinn für sich kriegen, für die Arbeit und so weiter. Haben die auch gemacht, hat erfreulicherweise geklappt. Und als sie am Montag ins Büro kamen, haben sie alle gekündigt. Ja, das war das nicht vorhersehbare Ereignis von Resonanz. Das nächste lasse ich jetzt einfach mal weg. Ich lasse jetzt mal überhaupt alles weg, weil sonst wäre ich nicht fertig. Na, vielleicht, ich lasse doch nicht weg. Also nochmal, das Gegenteil von Resonanz ist Entfremdung. Ja, wenn Sie sich von nichts mehr anrufen lassen, nichts mehr erreichen lassen, ich glaube übrigens, der Inbegriff eines Entfremdungszustandes ist Burnout und deshalb hat diese Kultur so einen riesen Angst vor Burnout. Ich will mich jetzt gar nicht auf die Debatte einlassen, ob das jetzt wirklich zunimmt oder ob das nur diagnostiziert wird oder so, aber die Ärzte das häufiger sagen. Ich frage vielmehr, warum ist es dauernd in den Medien? Jede Zeitungsmacher sagt Ihnen, wenn sich sein Blatt nicht mehr verkauft, schreibt er Burnout auf den Titel und die Auflage steigt um 25%. Das funktioniert seit Jahren und deshalb sage ich, mich interessiert jetzt gar nicht, ob die Leute wirklich kränker sind als früher, sondern warum hat diese Kultur da so eine große Angst? Weil Burnout ist ein Zustand, in dem nichts sie mehr berührt oder erreicht. Ja, wo sie vielleicht eine große Weltreichweite haben, viel Geld, viel Technik, viel Freunde, aber irgendwie ist genau dieses Wechselspiel, das sagen wirklich Menschen, die Depressionen haben oder einen Burnout sind, ich habe das schon, aber irgendwie, das sagt mir nichts mehr, es erreicht mich nicht mehr, es kommt nicht mehr durch und vor allen Dingen, mir fehlt auch die Selbstwirksamkeit, dieses darauf antworten und herausgehen. Übrigens finde ich das auch interessant, weil Burnout natürlich der extreme Opferzustand ist sozusagen, also vom Täter, der eigentlich alles kann und macht, geraten sie in einen Zustand, wo selbst das Treppensteigen fast unmöglich wird oder das Kofferpacken. Das ist dieses sozusagen, ich glaube, das ist das Gegenstück zu einem Aggressionsmodus. Und was ich interessant finde, nur ganz kurz, ist, dass Sünde in der jüdisch-christlichen Tradition, mindestens im Protestantismus, ich weiß nicht genau, ob es da im Katholizismus vielleicht anders aussieht, das müssen Sie mir gleich sagen, aber Luthers Sündenbegriff ist wirklich faszinierend insofern, weil ich konnte mit Sünde eigentlich nie was anfangen und auch mit Luther nicht besonders viel, aber das finde ich schon faszinierend. Luther sagt eigentlich, also homo incurvatus in se ipsum, die in sich gekrümmte Seele, der auf sich selbst nur bezogene Mensch, ist der, der nicht mehr antwortfähig ist, der sich nicht mehr rufen lässt, der nur noch bei sich ist. Und tatsächlich buchstabiert Luther in dem Römerbrief, in seinem Kommentar, in der Vorlesung über den Römerbrief, das aus, indem er sagt, also der sündige Mensch sozusagen tritt nie einem Gott gegenüber, weil selbst wenn er glaubt, dass er mit Gott in Verbindung ist, redet er eigentlich nur mit sich selbst und betreibt Selbstüberhöhung. Und wenn er mit anderen Menschen umgeht, versucht er sich ins rechte Licht zu rücken oder zu steigern. Er ist bei sich und er lässt sich nicht durch den anderen erreichen und auch nicht durch die Dinge, weil er die nicht als Gaben oder als Schöpfung versteht, sondern als seine Instrumente, sodass man sagen kann, eigentlich hat die christliche Tradition im Sündenbegriff, würde ich sagen, ist gemeint, der Zustand der Sünde, vielleicht sogar der Hölle, ist der Resonanzlosigkeit, wo es nichts mehr gibt, was mich anrufen und transformieren kann oder lässt. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Was macht Religion? Was hat die für eine Rolle da? Also ich glaube, es gibt Resonanzbeziehungen in drei Dimensionen. Das eine ist, es leuchtet jedem ein zwischen Menschen. Ja, Liebesbeziehungen, Freundschaftsbeziehungen, auch Eltern-Kind-Beziehungen stellen wir uns also als Resonanzbeziehungen vor. Ich glaube übrigens auch Demokratiebeziehungen, aber es ist jetzt nicht das Thema. Dann gibt es sowas wie diagonale Resonanzen. Ich habe es bei der Arbeit schon angedeutet. Na, wir treten auch mit der stofflichen Welt, mit Natur, mit Objekten, mit Kunstobjekten und aber insbesondere im
Arbeits- und Bildungsprozess in Resonanzbeziehungen. Ne? Also der Stoff, an dem sie arbeiten, egal ob das der Teig des Bäckers ist oder die Pflanzen für den Gärtner oder sogar die Frisur für den Friseur oder die Organe für den Arzt oder der Code für den Programmierer oder der Text für einen Journalist oder einen Wissenschaftler, das sind immer Resonanzbeziehungen, man arbeitet an etwas, das ist sperrig, das spricht anders, als man eigentlich es sagen wollte. Und wenn man den Text fertig hat, man erfährt sich da auch als selbstwirksam, hat man sich transformiert, man denkt anders als vorher. Und mein Vater war Bäcker, wenn der über einen Teig gesprochen hat, konntest du wirklich merken, was mit Resonanz gemeint ist, weil er gesagt hat, du musst den genau beobachten, ja, du musst ihm Zeit geben. Ja, und jedes Mal kommt das Brot ein bisschen anders aus dem Ofen. Ja, das ist definitiv eine Resonanzbeziehung. Und da dachte ich, ist nur bei Bäckern so, ist aber auch bei Schreinern so, ist bei Gärtnerinnen so oder bei Ärztinnen und überall. Das nenne ich diagonale Resonanz. Aber letzter Punkt, ich glaube, Menschen brauchen einen Sinn dafür, das geht wieder zum Anfang zurück. Was liegt am Grund unserer Existenz? Was ist die Grundform meiner Weltbeziehung? Das, was da und was gegenwärtig ist, wenn das schnelle, oberflächliche Leben zu Ende geht, Menschen, Freunde, auch Familienangehörige sterben und die Dinge vergehen. Welche Beziehung ist der Grund ihrer Existenz? Und eigentlich gefällt mir auch ganz gut Karl Jaspers Idee des Umgreifenden. Also wie bin ich zur letzten Realität, wie stehe ich zur letzten Realität? Das muss ich nicht religiös aufladen. Ich kann diese letzte Realität das Leben nennen oder die Welt oder die Natur oder den Kosmos. Aber ich brauche einen Sinn dafür. Und ich glaube, es gibt eine tiefe Sehnsucht, vielleicht eine Notwendigkeit, die Grundbeziehung zum letzten Urgrund als Resonanzbeziehung zu verstehen. Und Religion ist sozusagen für mich das Instrumentarium von der Theorie bis zur Praxis und auch bis zur emotionalen Berührung in den Liedern zum Beispiel, uns einen Resonanzsinn zu geben in der vertikalen Dimension. Also die Frage ist, was liegt am Urgrund meiner Existenz? Und die Religion, die christliche Religion, die jüdische Religion, auch der Islam und ich meine auch, soweit ich das kenne, im Buddhismus und im Hinduismus ist das nicht anders, es ist die Grundidee, dass an der Basis unserer Existenz eine Antwortbeziehung liegt. Der Martin Buber ist ein hervorragender Autor dafür, ja, das Ich-Du, da ist eine Antwortbeziehung. Und wenn Sie sich die Bibel angucken, ich finde, es ist nicht nur so, dass die Bibel ein einziges Dokument des Rufens, des Schreiens, des Flehens um eine Antwort ist, dass da einer sein mag, der uns hört, der uns sieht, der uns antwortet. Und sie gibt dieses große Gegenversprechen. Ja, da ist einer, der dir den Atem des Lebens eingeaucht hat. Ja, den Atem des Lebens einhauchen ist ein Resonanzvorgang. Einer, der dich bei deinem Namen gerufen hat. Du bist sein. Ja, das ist eine Resonanzbeziehung. Einer, der, wie heißt es in dem Bachlied, ich stehe an deiner Krippen hier. Ich verstolper es immer wieder. Also bevor ich noch geboren war, da hast du schon an mich gedacht oder so. Diese Idee da, ich bin schon gemeint, adressiert, einer hört mich, einer sieht mich. Und ich finde, die Grundform, das finde ich wirklich faszinierend. Und darauf bin ich nicht als religiöser Mensch gekommen, sondern als Soziologe. Ich habe mich dann gefragt, was passiert eigentlich beim Beten? Ja, weil Beten ist wirklich super interessant dafür. Weil wenn Sie nämlich beten, können Sie nicht sagen, ob Sie nach innen oder nach außen gerichtet sind. Also eigentlich will ich das, dem muss ich nochmal systematischer nachgehen, aber ist das Gebet nach innen oder nach außen? Es ist in beide Richtungen gleichzeitig. Ja, mein Innerstes ist da gemeint beim Beten, ich öffne es irgendwie, ich versuche einen Zugang zu gewinnen und gleichzeitig das Äußerste, weil das nenne ich Resonanzachse, eine vertikale Resonanzachse zum Urgrund der Existenz, dass da eine Antwortbeziehung liegt. Das ist das, was meiner Ansicht nach Religion, was Religion als Idee gibt, und dafür hat sie ein theologisches Konzept, Perichorese zum Beispiel, die Sache mit der Dreifaltigkeit, ja, gibt es unendlich viele Diskussionen, dass das eine Resonanzbeziehung, eine wechselseitige Durchdringung ist. Auch die Idee der Gnade zum Beispiel, die Idee der, Sie haben schon gesagt, mit dem Pfingsten, der Geist will, wo er will, ist natürlich die Unverfügbarkeit im Prinzip vollständig auf den Punkt gebracht, aber sie hat eben nicht nur das Theologische, das hat mich eigentlich ewig lang überhaupt nicht interessiert, und jetzt nur, weil ich feststelle, die wissen schon lange, was Resonanz ist und was Unverfügbarkeit ist. Aber ich finde, es gibt eben auch diesen praktischen Sinn. Es gibt da eben die Institution des Gebets oder des Abendmahls. Ja, beim Abendmahl, was passiert denn da? Ja, Sie haben da im Prinzip, ach so, warten Sie mal, bei den Katholiken, die trinken ja nur Wein, oder? Naja, nein, die kriegen nur Brot. Ja, ja. Aber die Idee ist eigentlich, Sie haben da geradezu eine diagonale Resonanzbeziehung zum Brot, natürlich auch zum Kreuz, zum Kelch, vielleicht auch zum Wein.
der Verbindung stiftet horizontal zu den anderen Gläubigen, heißt ja nicht zufällig Communio, aber eben auch vertikal. Die Grundform ihrer Existenz ist da gemeint. Ich frage mich eigentlich, ob das Kreuz diese Bedeutung hat. Ja, im Abendmahl gibt es diese Herstellung vertikaler Resonanz und horizontaler Resonanz. Und deshalb meine ich, es gibt in den Liedern, in den Praktiken ein riesiges Repertoire, um Resonantes in der Weltsein fühlbar zu machen, denkbar zu machen, was die Kultur sonst eigentlich nicht hat. An allen anderen Kreisen geht es um aggressives Welt, um den Aggressionsmodus. Und deshalb brauchen wir vielleicht Religion und das lasse ich auf jeden Fall weg. Ja. Und das ist das Letzte, was ich nochmal sagen will. Das habe ich jetzt eigentlich schon gesagt. Also es gibt ich muss noch zwei Sachen sagen. Ich glaube, es ist einfach diese Grundidee des in der Weltseins, das muss nicht unbedingt. Ich habe nämlich erstaunlicherweise mit katholischen und nicht mit protestantischen Theologen massiven Ärger gekriegt, weil die gesagt haben, nein, alles falsch, weil wir hören ja Gott nicht. Ja, wer glaubt, dass er Gott hört, auf einem gefährlichen Weg. Und da würde ich sagen, das würde ich übrigens auch sagen. Dazu will ich gleich, ich glaube, das steht hier bei Problem 1. Also vielleicht sage ich gleich Problem 1. Ich glaube wirklich, Religion hat natürlich ein riesiges Umschlagspotenzial. Religion kann der Super-Aggressionsmodus werden, deshalb gibt es so viel religiöse Gewalt. Ja. Und nämlich die Hauptgefahr besteht irgendwie darin, es gibt, glaube ich, zwei Gefahren. Das eine ist, dass man halt versucht, es verfügbar zu machen. Ja. Ich weiß jetzt, was Gott sagt. Gott sagt Doppelpunkte. Ja. Und dann kriegen sie ein Dogma oder eine theologische Festschrift. Gott sagt erstens, zweitens, drittens, da sind sie nicht im Resonanzmodus des Hörens und Antwortens und Transformierens. Da sind sie im Modus des Verdinglichens. Und noch schlimmer wird es, wenn sie sagen, Gott sagt und deshalb musst du, ja, dann killen sie gleich noch die horizontale Resonanzachse. Ja, das ist man kann aus der Religion ganz schnell das Gegenteil von Resonanz machen. Man kann sie nämlich in ein super starres, verdingliches Weltverhältnis bringen. Und ich glaube, diese Gefahr, das ist Problem 2, die kommt auch daher, dass es wahnsinnig schwer ist, religiöse Selbstwirksamkeit zu erfahren. Ja, weil ich habe irgendwie gesagt, das zweite Moment ist, dass man dem entgegengeht und dann feststellt, dass man da auch Wirksamkeit erreicht. Ich erreiche diese andere Seite auch. Im Gespräch ist das ja leicht möglich. Oder wenn Sie Musik machen, Sie können Geige spielen oder Gitarre oder Schlagzeug, dann merken Sie richtig, wie Sie selbstwirksam sind. Aber was ist religiöse Selbstwirksamkeit? Ist ganz schwer zu sehen, weil halt diese andere Seite so stumm ist. Und da kann man versuchen, mit Feuer und Schwert andere zum Glauben zu bringen, um damit Selbstwirksamkeit fühlbar zu machen. Ich wollte darauf hinaus, dass man die andere Seite nicht unbedingt hören muss. Es ist nur eine Form des Bezogenseins. Weil, also eine meiner Lieblingsgeschichten ist im anderen Zeiten Adventskalender mal gewesen. Da war ein Mann, der in der Mitte seines Lebens war, der ist, glaube ich, 50 geworden oder 40, ist mir jetzt egal. Und dann hat er gedacht, das ist ein wichtiges Datum, ich sollte mir jetzt echt überlegen, was ich mit dem Rest meines Lebens mache, das frage ich mal den lieben Gott. Und dann stellt er sich also in sein Zimmer und sagt, lieber Gott, sag mir, was ich mit meinem Leben machen will, soll. Und dann kriegt er keine Antwort. Und dann denkt er, kann ich verstehen, der hat viel zu tun da oben. Dann kommt er dann zwei Tage später, denkt er, ich habe immer noch keine Antwort. Und dann denkt er, finde ich eigentlich echt gut, dass der liebe Gott sich so lange Zeit nimmt. Ich scheine dem wichtig zu sein, ja, der macht da keinen Schnellschuss oder so. Und dann nach 4 Wochen sagt er, Donnerwetter, der macht es aber gründlich. Und Sie ahnen auch, was es jetzt hinausgeht. Der hat nicht lieben Gott gehört. Ja, der hat ihm nicht geantwortet, aber er hat sein Leben geändert, weil er sich jetzt bezogen fühlt. Ja, ich bin in eine Art von Antwortraum, in eine Antwortbeziehung gestellt. Das bedeutet nicht, dass ich höre, was der andere da draußen sagt. Und ich nenne das, und das ist mein letzter Punkt, und darauf will ich eigentlich hinaus. Ich habe eine vage Idee. Sie werden mir gleich sagen, ob es eine gute Idee ist. Ich möchte ein neues Buch schreiben. Vielleicht mache ich das. Das hat den Begriff, dass ein Mediopassiv, ich glaube, ich nenne es einfach das Mediopassiv, ich nenne es überhaupt nur Mediopassiv. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass unsere Sprachen nur aktiv oder passiv kennen. Ja, also entweder ich schlage oder ich werde geschlagen oder so. Und es gibt aber in alten Sprachen, im Altgriechischen oder in Sanskrit zum Beispiel, gibt es man nennt das drittes Genus Verbi oder auf Englisch Third Voice. Das ist zwischen, das heißt Medium oder eben Mediopassiv. Das ist nicht aktiv und nicht passiv, es ist dazwischen. Ja, es gibt keinen eindeutigen Täter. Wir haben das manchmal in so Es-Formulierungen. Es schneit übrigens. Bei Es schneit, es ist nicht klar, ist es aktiv oder passiv. Ja. Also wer ist denn das Es? Da gibt es irgendwie das Subjekt nicht. Oder wir sagen auch manchmal, es begab sich aber zu einer Zeit. Es begab sich zu einer Zeit, übrigens eine biblische Formulierung. Da ist nicht, das ist nicht aktiv und nicht passiv, das steht irgendwie so dazwischen. Und ich meine eben, dass eine Resonanzbeziehung zur Welt
ist genau, und ich, das ist mir erst in letzter Zeit aufgefallen, das ist eigentlich ein videopassives Weltverhältnis und ich glaube, dass ich deshalb mit dem Anruf anfange. Ja, weil wir nämlich immer diese aktive Idee haben, ich muss etwas tun, Autonomie, selbstbestimmt sein. Aber mediopassiv bedeutet sozusagen, es bedeutet auch nicht nur passiv, ich nehme etwas auf, ich lasse mich berühren, sondern es ist dieses Dazwischen. Es ist wirklich, und die Frage ist jetzt, wie man das zwischen denkt, das ist absolut faszinierend und ich habe erst angefangen, darüber nachzudenken. Ich kann sagen, wenn es zwischen aktiv und passiv ist, das kann bedeuten, es geht immer hin und her. Ich meine, ich bin auf die Idee gekommen, weil eine Studentin eine Masterarbeit geschrieben hat, eine sehr schöne, über Tango tanzen. Ne? Und sie hat gesagt, Tango tanzen ist eine Resonanzbeziehung. Ja? Und das hat mir sehr eingeleuchtet. Aber das fand ich sehr plausibel. Was ich nicht plausibel fand, ist, dass sie das praktisch nach einem Sender-Empfänger-Modell gemacht hat. Sie hat gesagt, der eine, meistens der Mann, sendet was aus und dann antwortet die Frau und dann ist sie die Sender und der Mann nimmt es wieder auf. Aber ehrlich gesagt, wenn sie mit Menschen, übrigens auch mit Musikern reden, wenn die wirklich zum Beispiel improvisieren und es gelingt, dann sind die Sender und Empfänger gleichzeitig. Ja? Die sind nicht, mal hören sie, mal arbeiten sie, sondern da entsteht das Dazwischen. Und da entsteht etwas, wo ich sowohl aktiv beteiligt bin, als auch passiv wahrnehme und zwar gleichzeitig. Und deshalb ist die Frage, heißt jetzt mediopassiv aktiv und passiv gleichzeitig oder wechselseitig oder bedeutet es genau dazwischen? Und da ist mir aufgefallen, das ist wie bei, eigentlich, ich glaube, man braucht ein dialektisches Konzept davon, weil das ist nämlich so, wie wenn ich irgendwie sage, warm und kalt, ne? Und da könnte man sagen, lauwarm ist dazwischen. Aber man könnte auch sagen, so erkläre ich meinen Studenten immer Dialektik. Nee, der Begriff der Dialektik ist Temperatur. Ein Begriff, der das Heiße und das Kalte umschließt. Und deshalb suche ich eigentlich nach einer Art von Weltverhältnis, ich weiß nicht, ob sie das überhaupt denken lässt, bestimmt haben es die Theologen schon getan, dass irgendwie aktiv und passiv gleichzeitig ist, bei dem wir nicht entweder Täter oder Opfer sind, sondern unsere schrecklichen Weltverirrungen überwinden können. So, und da ich schon viel zu lange geredet habe, höre ich jetzt einfach auf. Vielen Dank fürs Zuhören.